Also, erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Wandel durch Wechsel, bestehende Software erfolgreich ablösen. Mein Name ist Nelly, ich bin Marketingstrategin bei Empower und ich habe heute unseren lieben Julian Kornmeier zu Gast. Hallo Julian, schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal bitte kurz vor und erzähle uns, für was du bei Empower zuständig bist. Ja, also erstmal hallo zusammen und es freut mich sehr, dass ich heute das Webinar machen darf. Ich bin verantwortlich für den gesamten Customer Success Bereich hier bei Empower. Dieser besteht aus drei verschiedenen Teams. Einmal das Onboarding und Professional Services Team. Die sind verantwortlich für die Produktimplementierung, das Change Management gemeinsam mit dem Kunden durchzuführen und auch die Einrichtung für die Produkte. Dann haben wir das Team Customer Success Management, also die Bestandskundenbetreuung, die sicherstellen soll, dass unsere Kunden nachhaltig immer den optimalen Outcome von unseren Produkten erfahren. Und zuletzt das IT- und Support-Team, zuständig für die Produktimplementierung von technischer Seite und natürlich auch den durchgängigen Support. Genau. Ja, sehr gut, vielen Dank. Dann erstmal ein paar Informationen nochmal vorab. Ihr könnt gerne zwischendrin Fragen stellen. Ich versuche sie dann an der entsprechenden Stelle einzubauen. Ansonsten haben wir am Ende noch genug Zeit, um auf alle Fragen einzugehen. Außerdem, ja, wie es eben gerade schon gesagt wurde, das Webinar wird aufgezeichnet und euch im Nachgang zusammen mit unserem umfassenden Leitfaden zur Verfügung gestellt. Okay, dann wollen wir auch direkt starten. Genau, in unserem heutigen Webinar geht es ja um das Thema Softwareablösung bzw. Softwarewechsel. Und dieses Thema ist für Unternehmen ja nicht selten mit Schwierigkeiten verbunden. Insbesondere dann, wenn der Wechsel beispielsweise durch Kosteneinsparungen motiviert ist. Und wie wir vor allem bei Empower wissen, verfolgen Unternehmen immer häufiger Sparprogramme und schöpfen Einsparpotenzial in verschiedenen Kostenblöcken aus. Und vor allem bei mittleren Kostenblöcken stehen ja dann häufig Softwarelösungen im Fokus. Und hier wird ja explizit dann nach Alternativen gesucht. Julian, du als Experte, kannst du uns denn Tipps nennen, um die Vorbereitung eines Softwarewechsels optimal zu gestalten? Genau, gerne. Also ich habe heute sechs Tipps mitgebracht, beziehungsweise auch Fallstricke, auf die ich eingehen werde. Ja, die basieren im Grunde auf den ganzen Erfahrungen der letzten Jahre, die wir gemacht haben, wo wir eben gemerkt haben, an welchen Stellen es manchmal knirscht und wie man denn dann am Ende des Tages wirklich auch erfolgreich so einen Wechsel durchführen kann. Und der erste Tipp ist das Thema erforderliche Rückendeckung einholen. Der ist aus meiner Sicht einer der zentralen Themen oder ja, die zentralen Herausforderungen, die man zu beachten hat. Denn mangelnde Rückendeckung führt dazu, dass das Vorhaben auf eine andere Software umzusteigen als unnötig wahrgenommen wird. So, und die Personen, die diesen Wandel beim Unternehmen, bei unserem Kunden verantwortlich oder zu verantworten hat, die steht eben im Fokus und entsprechend auch potenziell in der Kritik. Und insbesondere, wenn die abzulösende Software gut etabliert ist, also die User diese Software auch mögen und die auch bereichernd für die eigene Arbeit ist, dann kann man sich sehr unbeliebt machen, wenn man nicht die entsprechende Rückendeckung hat, weil es eben so das Signal ist von wegen, naja, man hat vielleicht ja auch doch eine Alternative dagegen zu sein. Und daher braucht es eine klare Ansage von ja, durchsetzungsstarken Entscheidungsträgern, dass der Wechsel auch wirklich eine Notwendigkeit ist, also beispielsweise eben im Kontext von Einsparpotenzialen. Und das können beispielsweise IT- oder Finanzvorstände sein. Ja. Wichtig ist natürlich, dass man ja, transparent gegenüber den Entscheidungsträgern ist, also dass sie auch wirklich inhaltlich dahinter stehen können. Ja. Also, dass erklärt wird, welche Software soll eigentlich abgelöst werden, durch welche soll sie eingelöst werden oder ersetzt werden, wie sieht denn der Evaluierungsprozess aus, wie sieht der Umstellungsprozess aus und welche Risiken gehen damit einher. Es ist also sehr wichtig, jemanden zu haben, der auch ja, die entsprechende Reichweite hat und diese Entscheidungskompetenz hat. Und jetzt fragt man sich vielleicht so ein bisschen, wie kriege ich denn heraus, dass auch jemand wirklich dann hinter mir steht, hinter diesem Ablöseprojekt? Und da haben wir drei Fragen, die aus unserer Sicht wichtig sind, die man dann dem Entscheider oder der Entscheiderin stellen kann. Zum einen erstmal die Frage nach der Relevanz. Also ist denn die geplante Einsparung überhaupt von Relevanz? Die zweite Frage, können wir eine offizielle strukturierte Evaluation announcen?
Hier ist es wirklich wichtig, dass man das auch offiziell macht, dass das sichtbar ist und nicht, dass das unter der Hand passiert. Und das Dritte ist, würde denn eine Umstellung zweifelsfrei stattfinden, wenn aus rein sachlichen Gründen, also nach dieser Evaluierungsphase, basierend auf Kriterien, sich das Bild ergibt, dass diese neue Software, die man einführen möchte, tatsächlich auch die Arbeitsaufgaben erledigt, die man ansonsten mit der bestehenden Software erledigen würde. Also nochmal zusammengefasst, ist eine Relevanz gegeben, können wir es offiziell kommunizieren und würden wir am Ende tatsächlich auch umsteigen? Und wenn all diese Fragen vorab, also eine Art Vorentscheidung, bevor man eigentlich loslegt, mit Ja beantwortet werden, dann hat man einen starken Entscheidungsträger, eine starke Entscheidungsträgerin hinter sich und kann wirklich mit diesem Projekt loslegen. Das zweite Thema ist strukturierter und fairer Vergleich. Wir erleben immer wieder, dass Unternehmen ein schlankes Verfahren suchen und Kosten und Zeit sparen wollen, um Software mal eben, sage ich jetzt mal, zu testen. Das ist total nachvollziehbar und wir werden dann häufig gefragt, ob wir eine Testversion zur Verfügung stellen können, mal eben kurz, und diese soll dann verteilt werden im Unternehmen, relativ unspezifisch, damit man mal eben gucken kann, wie gut ist denn diese Software, was kann denn diese Software eigentlich. Und auch wenn das begrüßenswert ist, grundsätzlich erstmal ein schlankes Verfahren durchführen zu wollen, ist aus unserer Sicht keine gute Idee. Denn in der Regel haben User keine große Schwierigkeit mit der etablierten Software. Da gibt es natürlich Ausnahmen, aber in der Regel haben wir das so nicht gesehen. Und daher werden sie grundsätzlich immer gegen einen Wechsel sein. Denn es ist das Gewohnte, was man kennt, es ist integriert in den Arbeitsalltag. Und man muss sich dann an der Stelle nochmal klar machen, dass der Wechsel einer Software, insbesondere im Kontext von Kosteneinsparungen, ist eine Unternehmensentscheidung. Und da sollte man jetzt weniger auf so ein Bauchgefühl hören, das die User haben. Man braucht für so eine Entscheidung harte Daten und Fakten, und darauf gehen wir auch gleich nochmal ein, wenn es dann zum konkreten Evaluierungsprozess geht. Jetzt ist aber, wie gesagt, der Wunsch dennoch ja nachvollziehbar, ja, dass man jetzt nicht sofort einen strukturierten Evaluierungsprozess aufsetzt. Und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das auch vorab zu screenen. Und eine Option ist zum Beispiel, typische Anwendungsfälle von Power-Usern zu sammeln und diese dann an den Hersteller zu übermitteln, ja, und dann diesen zu bitten, in einer Live-Demo einmal zu zeigen, wie denn die neue Software ja, diese Ergebnisse erzeugen kann, also diese Arbeitsergebnisse erzeugen kann. Und wenn man dann überzeugt ist und sagt, ja, diese neue Software hat das Potenzial, weil diese Anwendungsfälle, die relevanten, typischen, die wir gesammelt haben, sind damit sehr gut abbildbar, so auf den ersten Blick, ja, dann ist aus unserer Sicht dann der nächste Schritt zu gehen. Also das kann man voranstellen, und gute Hersteller sind auch in der Lage, das entsprechend ja, durchzuführen und auch Empfehlungen für die weiteren Schritte zu geben. Was wir auch sehen, Thema Nummer 3, Entscheidung für eine Software, was wir auch immer wieder sehen, ist, dass manche Unternehmen tatsächlich eine alternative Software einkaufen für einen gewissen ja, Lizenzzeitraum und versuchen, durch einen Parallelbetrieb herauszufinden, welches ist denn die bessere Software. Und unsere Erfahrung sagt, dass das immer dazu führt, also fast immer dazu führt, dass User sich für das bestehende für die bestehende Software aussprechen. Denn wie vorhin auch schon gesagt, ja, die Software, die man ja bereits hat, die ist im Arbeitsalltag integriert. Ja. Und wir haben alle Zeitdruck, wir haben Deadlines etc. Also wir greifen automatisch auf das Bekannte zurück, weil da wissen wir, was wir haben, und damit können wir einfach auch arbeiten. Es ist also völlig normal, dass man seine eigenen Aufgaben erledigen möchte und dass man deswegen auf das Bestehende zurückgreift. Also die neue Software hat sozusagen eigentlich kaum eine Chance, das zu überleben. Und dieser Ansatz ist auch so ein bisschen kontraintuitiv und steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem eigentlichen Ziel, was wir jetzt hier im Rahmen besprechen, nämlich Kosten einzusparen, weil man dann für eine gewisse Zeit zwei Produkte lizenziert. Aus unserer Sicht ist es also wichtig, wie gesagt, lieber einen Evaluierungsprozess durchzuführen, einen strukturierten, und sich dann am Ende des Tages auch für eine Software zu entscheiden und nicht Software parallel im Betrieb zu haben. Ja, der vierte Punkt, die vierte Fallstricke sozusagen, ist, keinen Zeitplan zu haben. Also der Tipp ist, einen Zeitplan zu erstellen und den auch einzuhalten. In der Regel ist es ja so, dass sich Softwareverträge, ja, also
quasi jährlich verlängern. Und aus unserer Sicht ist es wichtig, wirklich rechtzeitig mit der Evaluierung zu starten und auch rechtzeitig dafür zu sorgen, dass man die Ergebnisse aus der Evaluierung vorliegen hat. Also wir würden immer so sagen, es kommt auf die Software an, aber so 3 bis 6 Monate ist so ein Korridor, wo man sagen kann, ja, das braucht man als Vorlaufzeit, um dann auch wirklich eine fundierte Entscheidung zu treffen. Denn was man, denke ich, unbedingt vermeiden möchte, ist, dass man in das Verlängerungsjahr reingeht mit dem bestehenden Hersteller und somit dann entweder, weil man dann das neue Produkt zusätzlich lizenziert, Doppelkosten hat, oder man würde sich wahrscheinlich dann dafür entscheiden, mit dem Bestehenden erstmal weiterzumachen und hat damit das Momentum verloren, hat auch die ganze Zeit, die man investiert hat, ein Stück weit verloren, weil man muss diesen Test natürlich wiederholen, denn sowohl die bestehende Software als auch die potenziell neue Software, die entwickelt sich weiter und damit kann man das ganze Prozedere wieder von neuem starten. Was wir hier empfehlen, ist auf die Hersteller auch zuzugehen. Gute Hersteller sind in der Lage, dann individuell auf das Unternehmen zugeschnittene Zeitpläne zu erstellen. Und wichtig ist dann auch, das klingt jetzt so ein bisschen nach einem No-Brainer, aber dennoch sehen wir häufig, dass das nicht passiert, dass man sich an die zeitlich definierten Meilensteine hält und Verzögerungen so gut wie einfach vermeidet. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, denn man muss ja immer sehen, bei so einer Evaluierung sind Anwender und Anwenderinnen involviert, die ja auch sonstige Themen, also ihre eigentlichen Themen, noch nebenbei zu tun haben. Und deswegen ist es wichtig, dass man das wirklich fokussiert vorantreibt. Ja, Tipp Nummer 5 ist schlüssige Kommunikation und Partizipation. Für mich auch sehr, sehr wichtig und fundamental. Denn wenn Führungskräfte und relevante Anwenderinnen nicht in den Evaluierungsprozess mit einbezogen werden und auch ja, die Beweggründe nicht wirklich klar sind, fühlen die sich häufig überrumpelt. Ja, auch das, finde ich, kann man sehr gut nachvollziehen. Ja, man ist ja schließlich der Betroffene, die Betroffene und muss damit dann am Ende des Tages arbeiten. Und diese Unzufriedenheit, ja, die äußert sich häufig dann in Bedenken und ist einfach für den gesamten Prozess kontraproduktiv. Also ich finde es wichtig, dass man alle relevanten Personen von Anfang an einbezieht, die notwendigen Schritte auch detailliert bespricht. Und es bietet im Grunde auch eine Chance, weil man idealerweise dann auch schon eben diese Bedenken identifiziert und diese auch direkt behandeln kann, die man ansonsten später in der eigentlichen Evaluierungsphase zu hören bekommen würde. Es ist also wichtig, eine gute Kommunikationsstrategie zu haben. Und auch hier können Softwarehersteller natürlich helfen, die Erfahrungen mit solchen Change-Management-Prozessen haben, dieses auszuarbeiten. Das dritte ist, oder das sechste, Einwände kompetent behandeln. Das ist für mich, also ich habe ja schon gesagt, das davor ist, finde ich wichtig, ja, und den ersten Punkt finde ich wichtig. Alle Punkte sind, glaube ich, wichtig, ja, basierend auf dem, was wir so gesehen und erfahren haben. Aber jetzt kommt, glaube ich, so ein Punkt, der ist nochmal einen Schritt wichtiger, weil hier geht es ums Menschliche, ja, und wir können einen tollen Prozess aufsetzen, ja, eine tolle Kommunikationsstrategie, aber am Ende des Tages arbeiten wir da ganz konkret mit Menschen, ja, und viele Menschen, das wissen wir alle von uns selbst, die tun sich einfach, ja, mehr oder weniger schwer mit Veränderungen. Das merken wir auch im Privaten, ja, wenn wir irgendwelche Verhalten ändern wollen, neue Routinen entwickeln wollen, das kann einfach wahnsinnig schwer sein. Und ja, diese Furcht vor Veränderungen, das äußert sich eben sehr häufig in Bedenken. Und einige Menschen sind dabei einfach sehr lautstark. Und wir erleben häufig, dass dann der Eindruck entstehen kann, dass ja, alle, die im gesamten Veränderungsprozess involviert sind, dass alle starke Bedenken haben. Aber das ist häufig nicht der Fall. Häufig ist es einfach eine kleine Gruppe, die sich besonders schwer tut mit Veränderungen, die aber so stark ist, dass man eben das Gefühl hat, ja, alle sind hier irgendwie ablehnend. Und deswegen ist es zum einen sehr, sehr wichtig, auf diese Bedenken einzugehen und diese zu adressieren. Also man sollte sich da eben immer klar machen, dass hinter den Bedenken handfeste Bedürfnisse stehen. Also Unsicherheit, Unzufriedenheit, vielleicht ja das Gefühl, überrumpelt zu sein mit diesen Veränderungen. Diese Bedürfnisse, die müssen erkannt werden. Da muss man zuhören, man muss gemeinsam nach Lösungen suchen. Also keiner tut hier irgendetwas mit böser Absicht. Egal wie laut die Person ist, egal wie laut oder wie stark man das Gefühl hat,
der möchte eigentlich hier nur Einwände vorantreiben und dieses Projekt zum Scheitern bringen. Wir müssen mit diesen Menschen sprechen und offen umgehen und sie auch annehmen, wie sie sind. Und es ist einfach sehr wichtig, frühzeitig mit diesen lautstarken, ich nenne sie jetzt mal Bedenkenträgern, in Kontakt zu treten. Und ich persönlich, das ist so meine Erfahrung, finde es einfach wahnsinnig wichtig, die Leute auch vor Ort zu treffen. Also sei es, dass sie dann zu uns beispielsweise jetzt kommen als Softwarehersteller oder dass wir zu denen vor Ort fahren, die alle um einen Tisch versammeln. Denn am Ende des Tages geht es ja um Vertrauen. Ja, und ich glaube, es ist ein sehr starkes Signal, wenn man dann auch wirklich da ist, physisch da ist und zeigt, dass man zuhört und dass man auch tatsächlich helfen möchte. Genau. Kannst du uns hier noch typische Beispiele für Einwände nennen? Genau, also mir fallen jetzt so zwei Einwände ein. Also das eine ist zum Beispiel, dass dann gesagt wird, ach Mensch, das Unternehmen, das spart doch an der falschen Stelle. Es gibt doch genug Einsparpotenzial woanders. Und das ist ja erstmal auch so nicht von der Hand zu weisen. Also die Frage ist ja so ein bisschen, die sich das Individuum stellt, warum genau jetzt gerade da, ja, bei dem Thema, was mich besonders betrifft. Und deswegen muss man da eingehen und jetzt mal ein hypothetischer Fall, den ich natürlich aufmache, das kommt ja aus die Unternehmenssituation an, aber man kann beispielsweise dann an der Stelle entgegnen, dass wir als Unternehmen wir verschiedene Maßnahmen zur Identifikation von Einsparpotenzialen evaluieren und wir betrachten dabei sowohl große als auch mittlere und kleine Positionen und der Vorteil bei mittleren und kleinen Maßnahmen ist einfach, dass sie sich sehr schnell umsetzen lassen. Ja, also in dem Fall, in diesem hypothetischen Fall, einfach diese Transparenz schaffen, dass es eben nicht nur um dieses eine Produkt geht, sondern dass wir ja in der Breite versuchen zu identifizieren, wo können wir Kosten denn tatsächlich einsparen. Also nicht nur bei dir, sage ich jetzt mal. Ein zweiter Punkt, der häufig kommt und der auch nachvollziehbar ist, also diese Furcht, die da mitschwingt, dass der Aufwand im Kontext dieser Softwareumstellung doch enorm ist. Ja, man muss ja alle Arbeitserzeugnisse neu erstellen und hat damit doch einen riesen Aufwand geschaffen. Das kostet doch auch Geld. Und zumindest jetzt in unserem Kontext, in unserem Metier, merken wir immer wieder, dass natürlich nicht alle Erzeugnisse neu erstellt werden müssen. Ja, also das kann man auch entgegnen. Es müssen nicht alle Erzeugnisse neu erstellt werden. Vieles wird auch archiviert und vieles wird erstmal überhaupt neu gebaut und das kann man mit der neuen Software dann auch tun. Aber natürlich gibt es auch diese Erzeugnisse, die ja überführt werden müssen und gute Softwarehersteller bieten da, ich sage jetzt mal, Migrationsteams an, die dann Service anbieten, um das zu übernehmen oder sie bieten an, gemeinsam das aufzubauen mit Werkstudentinnen und Werkstudenten oder externen Serviceleistungen als Beispiel. Und es gibt natürlich auch Software, die von sich aus schon eine Konvertierungsmöglichkeit bietet. Also die Antwort, auch, also der Punkt ist hier auch wirklich darauf einzugehen und dann aber auch Lösungen aufzuzeigen, wie sowas auszusehen hat. Genau, das waren so die 6 Tipps, die ich finde sehr wichtig sind, sehr relevant sind, wo man ja auch viel falsch machen kann, wenn man es nicht beherzigt. Okay, vielen Dank. Danke für den detaillierten Überblick. Ich fasse hier nochmal kurz zusammen. Also folgende 6 Tipps haben wir nun identifiziert. Erforderliche Rückendeckung einholen, strukturierter und fairer Vergleich, Entscheidung einer Software oder für eine Software, Zeitplan erstellen und einhalten, schlüssige Kommunikation und Partizipation und Einwände kompetent behandeln. Okay, du hattest es ja vorhin schon kurz angesprochen, Stichwort Testphase und Evaluierungsphase. Lass uns hier noch mal kurz ins Detail gehen. Wie ist hier der zeitliche Ablauf und wie sieht der Prozess im Allgemeinen aus? Ja, aber bevor wir jetzt auf die Evaluierungsphase eingehen, wo ich noch ein paar Punkte zu sagen werde, auch ein Punkt vorab, das Thema Testphase vorbereiten. Also hier geht wirklich schon häufig sehr viel schief, wenn man nicht aufpasst. Ja. Und zwar zum einen geht es darum, dass man ja die IT möglichst frühzeitig involviert. Denn die IT, die muss Ressourcen zur Verfügung stellen für die Installation, für den Support und so weiter. Und wenn man das nicht rechtzeitig tut, ja, dann fühlen die sich auch überrumpelt und ja, haben natürlich auch andere Projekte, die sie schon eingeplant haben und kommen dann sozusagen ins Schwimmen. Und deswegen frühzeitig die IT abholen und ja, mit einbinden in die Planung.
Punkt zwei ist zur Vorbereitung ganz wichtig, eine ja, Testgruppe aufzusetzen, die auch ein realistisches Bild für die Gesamtsituation darstellt. Also nicht nur die normalen User, nicht nur die Power-User, sondern eine gesunde Mischung aus verschiedenen Abteilungen, weil ja auch unterschiedliche Arbeitserzeugnisse generiert werden, sodass man wirklich ein breites Bild hat, was repräsentativ ist. Punkt drei, sollte man auf jeden Fall machen, typische Anwendungsfälle sammeln. Die brauchen wir sowieso dann nachher für diesen Evaluierungsprozess. Also hier wirklich auf die User und Userinnen zugehen und Anwendungsfälle sammeln, damit die bei der Software zum Einsatz kommen sollen. Punkt 4 ist, den Testablauf, die Testphase und die Rahmenbedingungen klar zu kommunizieren, damit auch wirklich alle abgeholt sind und verstehen, wie läuft denn die eigentliche Testphase tatsächlich ab, ja, damit die sich darauf vorbereiten können, dass die sich das einplanen können und so weiter. Auch wichtig und wird leider manchmal auch vergessen. Punkt 5, das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem Thema Testablauf kommunizieren. Wir empfehlen immer, einen Kommunikationskanal vorzubereiten. Also beispielsweise einen Microsoft Teams Channel einrichten oder etwas in Yammer einrichten, damit die User auch miteinander kommunizieren können. Ja, die sollen sich austauschen aus unserer Sicht, die sollen Bedenken äußern können, die sollen Fragen stellen können, die sollen sich gegenseitig helfen können, weil man hat in der Testgruppe immer wieder Leute, die wirklich sehr intensiv testen und ganz viel durchspielen und plötzlich auch schon direkt Experten für das neue Produkt werden. Die können dann andere Kolleginnen und Kollegen direkt unterstützen. Und so machen wir es zumindest, wir bieten natürlich auch an, dann Teil dieses Channels zu sein, sodass wir als Experten für unsere Software zur Verfügung stellen und möglichst früh auch die Fragen, die da aufkommen und die Herausforderungen adressieren können. So, wenn wir das also gemacht haben als Vorbereitung, dann geht es eben an die eigentliche Durchführung des Tests mit dem Ziel, dann am Ende eine Entscheidung zu treffen. So, jetzt können solche Testphasen, Evaluierungsphasen sehr unterschiedlich sein. Das hängt vom Kontext ab, das hängt natürlich vom Produkt ab, von der Tiefe, der Vielfalt des Produktes. In unserem Kontext haben wir gemerkt, macht es Sinn, so eine Testphase über 2 Wochen zu planen. Viele Unternehmen wollen länger testen. Sie sagen dann 2, 3, 4 Monate, zum Teil noch länger. Wir raten wirklich stark davon ab. Denn zum einen auch hier menschliches Verhalten. Wir schieben das Ganze so lange auf, bis wir dann kurz davor sind, eigentlich die Ergebnisse zu ermitteln und fangen dann erst hinten an zu testen. Es ist aber auch fair gegenüber den Userinnen und User, die dann tatsächlich testen wollen, weil 2 Wochen, das ist eine überschaubare Zeit, die kann man gut in den eigenen Arbeitsalltag integrieren und man kann dann mit voller Aufmerksamkeit, mit vollem Engagement wirklich an dieser Testphase auch teilnehmen. Wichtig ist dann auch, dass eben Fragen sofort gestellt werden und sofort beantwortet werden und auch, ja, wie schon gesagt, also nutzen wir dann diesen Teams-Channel oder diesen Kommunikationskanal, wo man dann mitlesen kann, voneinander lernen kann, Tipps geben kann und auch ein Gefühl dafür bekommt, wie es denn eigentlich läuft in dieser Testphase. Jetzt ist es dann bei uns so, dass wir diese 2-wöchige Testphase so gestalten, dass wir nach einer Woche dann eine Frage- und Antwortrunde haben mit allen Teilnehmern, so dass wir dann ja einmal reinhören können, wie ist denn die bisherige Erfahrung? Gibt es zum Beispiel noch weiteren Schulungsbedarf, so dass wir dann die 2. Woche nochmal fokussiert vorbereiten können und ja einfach alles bereits ja aufkommenden Fragen, die wir vorher dann nicht im Chat schon klären konnten, nochmal ausgiebig klären und Unklarheiten ja, beseitigen. Und zu Beginn der 2. Testwoche erhalten dann die Anwenderinnen und Anwender einen Bewertungsbogen. Sie haben sich also in der 1. Woche schon mit dem Produkt auseinandergesetzt. Ja, man musste ja auch erstmal reinkommen und bekommt dann den Auswertungsbogen, um dann die 2. Woche wirklich sich darauf auch zu konzentrieren und diese einzelnen Use Cases, die man im Kontext dieser Evaluierungsphase zur Verfügung gestellt bekommt, dass man das dann wirklich nach und nach bewertet. Ja, dann kommt die Auswertung. Wenn man also sozusagen die Testphase durch hat, die Anwenderinnen und Anwender haben die einzelnen Punkte bewertet anhand bestimmter Kriterien, die man individuell aufsetzt,
erfolgt dann eben die Auswertung. Und hier ist es dann wirklich wichtig, auch also auf diese kritischen Bewertungen auch zuzugehen. Also zu fragen, was steckt denn jetzt hinter deiner Bewertung zu diesem Fall? Warum hast du den so und so gestellt? Insbesondere dann, wenn andere das beispielsweise anders bewertet haben. Und was wir hier einfach häufig sehen, ist, dass es hierbei um Bedienungsfragen geht. Ja, weil Software kann ja auch sehr unterschiedlich sein, dass sie vom Bedienkonzept ein bisschen anders ist. Und da muss man sich ja auch erstmal zurechtfinden und auch diese Erfahrung sammeln. Und meistens lässt sich das dann relativ schnell klären. Genau, und am Ende muss dann die Entscheidung stehen, ja, und da erinnere ich nochmal an den Anfang, ja, also wo man auch den Entscheidungsträger in die Pflicht nehmen sollte. Also wenn dann die Ergebnisse der Evaluierung dazu kommen oder die Schlussfolgerung zulassen, dass diese alternative Software tatsächlich sachlich betrachtet, anhand der Kriterien, anhand der Fälle, die man durchgemacht hat, gesehen, ja, geeignet ist, um diese Arbeitsergebnisse, Arbeitserzeugnisse auch herzustellen, dann sollte man sich auch für diese Software entscheiden. Okay, super. Nochmal eine Frage zu dem Bewertungsbogen. Wie sieht so ein Bewertungsbogen aus? Also ich kann mir vorstellen, dass er je nach Unternehmen sehr individuell ist. Genau, das ist er, selbstverständlich, das ist sehr individuell. Was wir bevorzugen ist, dass wir, ja, also vorab definieren, also wir haben ja in der Vorbereitungsphase den Input gesammelt, was sind so typische Anwendungsfälle, was sind vielleicht aber auch Spezialfälle, die trotzdem sehr relevant sind und dass man da eine saubere Auswahl trifft, idealerweise gemeinsam mit der Testgruppe, um auch wirklich sicher zu sein, dass man da die relevanten Fälle hat, dass man die beispielsweise in eine Excel-Datei packt, in eine PowerPoint oder wo auch immer, wo man den Anwendungsfall selbst hat, dass er gut beschrieben ist. Also was soll die Software jetzt an der Stelle eigentlich leisten? Was ist der erwartete Outcome? Und dann auch eine Metrik zu nutzen, also 1 bis 5, ja, wie gut funktioniert das im Vergleich zur anderen Software? Und oder vielleicht auch einfach nur, wie gut funktioniert das denn eigentlich? Weil im Vergleich zu anderen Software ist oftmals zu individuell und dann natürlich aber auch eine Kommentarspalte, um auch qualitatives Feedback einmal abzuholen. Also so, dass man wirklich von Anwendungsfall zu Anwendungsfall durchgehen kann und dann ja eine metrische Skala auch einfach nutzt, um dann auch eine metrische Auswertung machen zu können. Okay, das hört sich sehr gut an. Vielen Dank. Da man solche Entscheidungen die Entscheidung, die Software zu wechseln, ja nicht jeden Tag trifft, hast du nochmal konkrete Tipps für uns, wie man das Change Management angeht? Sprich, wie man den Wechsel so strukturiert, dass er wirklich möglichst reibungslos verläuft? Ja, genau. Wenn man sich also entschieden hat für eine neue Software, weil man davon überzeugt ist, dass sie den Usern auch hilft, ihre Arbeitserzeugnisse zu erstellen und weil man eben vor dem Hintergrund sieht, dass es dann tatsächlich Kosten einspart, dann steht der eigentliche Wechsel an, was bei uns eben das Onboarding und Professional Services Team macht, gemeinsam mit dem Kunden. Also ich kann nur sagen, wie es bei uns funktioniert. Ja, das ist, wie gesagt, natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Also wir starten dann natürlich mit einem Kick-Off-Meeting, wo uns dann auch wichtig ist, dass auch hier wieder alle verantwortlichen und relevanten Personen eingezogen werden. Und das ist so der erste Termin, wo diverse Planungen vorgenommen werden. Da werden Fragen gestellt, wie soll das Projektteam eigentlich zusammenarbeiten, in welcher Frequenz, welche Tools nutzen wir dazu, nutzen wir Projektmanagement-Tool, wie viele Abstimmungen haben wir, in welcher Frequenz, soll eigentlich die neue Software eingerichtet werden und wenn ja, wie, wie soll die Software geschult werden, also Stichwort Schulungsstrategie, wie kann eine Rollout-Strategie aussehen, wie sieht unsere Kommunikationsstrategie aus und so weiter, vieles, vieles mehr. Das wird dort initial auf den Tisch gebracht und da man das natürlich nicht alles in der Runde dann besprechen kann, werden dann im Anschluss ja, Breakout-Sessions geplant, weitere Planungen vorgenommen in unterschiedlichen Konstellationen, was wir von unserer Seite auch immer moderieren und begleiten. Dann würde ich an der Stelle sagen, das Thema Schulung ist wirklich von zentraler Bedeutung, denn das zahlt am Ende auf die Adaption des Produkts ein, also die Annahme des Produkts seitens der Anwender. Ein guter Hersteller sollte hier immer eine vernünftige Schulungsstrategie erarbeiten, entsprechend der Kundensituation. Und Instrumente, die wir hier zum Beispiel nutzen, sind Tutorial-Videos, Live-Schulungen, also auch vor Ort, aber auch über Teams, je nachdem, Q&A-Sessions, aber auch
Deep Dive Trainings, also dass wir dann auch wirklich auf die Power User eingehen und entsprechende Use Cases durchgehen, sodass wir hier wirklich ja eine breite Palette, natürlich auch Dokumentation, ja, aber alles anbieten, damit ja die User danach dann erfolgreich mit dem Produkt auch starten können. Und wichtig dabei ist auch, dass man den Rollout-Plan mit der Schulungsstrategie verknüpft. Denn es gibt nichts Schlimmeres aus unserer Sicht in diesem Kontext, dass man eine Software verteilt und der User noch keine Einführung bekommen hat. Denn im schlimmsten Fall bedient er sie irgendwie falsch und also baut sich Frustration auf, weil man vielleicht die Wege noch nicht kennt, ja, weil es vielleicht doch ein bisschen anders funktioniert als in der alten Software. Und somit ist sozusagen das erste Erlebnis mit der Software ist eine Frustration. Ja. So, und das dann wieder hinten raus rauszukriegen und eine positive Erfahrung hinzubekommen, ist auch wieder schwierig. Liegt auch wieder daran, dass wir einfach Menschen sind. Ja. So, und deswegen ist es ganz, ganz essentiell, dass man das miteinander gleichschaltet und dann eine vernünftige auch Einführungsveranstaltung macht in dem Moment, wo die User das erste Mal diese Software bekommen. Das muss also alles Hand in Hand gehen. Und wie bei der Evaluierungsphase empfehlen wir auch hier eine Art Community einzusetzen. Also auch wieder einen Kommunikationskanal aufzumachen, eine Landingpage intern aufzumachen mit Verweisen auf Schulungsmaterialien und so weiter. Also auch hier bieten Hersteller natürlich ja, Erfahrung an, wie man auch wirklich so eine Community aufsetzt. Und auch hier ist es eben wichtig, dass diese Community auch aktiv im Austausch miteinander ist, weil es geht ja auch immer darum, nicht nur Erfolgsgeschichten dann auch zu teilen, ja, sondern sich gegenseitig zu unterstützen. Und jetzt kommt es auf die Unternehmensgröße an, ob man jetzt alle damit reinholt oder ob man sagt, man nimmt einen repräsentativen Teil von Usern mit da rein. Aber da ist wichtig, dass man da auch wirklich aus jedem Bereich dann jemanden reinnimmt, sodass zumindest jeder Bereich auch wirklich repräsentiert wird, wo dann die Kolleginnen und Kollegen dann vielleicht so ein bisschen auch als Filter und als Kanal rein in die Community dient, um dann auch zu identifizieren, ja, wo können wir denn beispielsweise noch nachschulen, oder wo kann auch der Softwarehersteller das Produkt weiterentwickeln. Also das ist auch wichtig, gute Softwarehersteller hören auch zu und bieten nicht nur Hilfeleistung an, sondern hören sich dann auch an, ja, welche neuen Features können denn daraus beispielsweise resultieren, sodass wir dann die Software kontinuierlich weiterentwickeln können. Genau. Also so grob kann man das gestalten und kann man ja den Wechsel durchführen. Also da ist natürlich noch viel mehr dabei. Das ist alles ein Thema rund um Change Management, aber auch da gute Hersteller haben da viel Erfahrung und bieten da auch ein entsprechendes Framework an, was dann eben für die Person, die für diesen Wandel verantwortlich ist, auch Vertrauen schafft und auch er dann merkt, ja, da ist wirklich ein Team dahinter mit Hand und Fuß, die helfen mich und begleiten mich bei diesem ganzen ja, Wechsel. Ja, super. Okay, dann fasse ich hier auch noch mal kurz zusammen. Also für die Einführung neuer Software ist vor allem wichtig, verantwortliche Personen definieren, Schulungen, Q&A-Sessions oder auch Deep-Dive-Trainings anbieten, Kommunikationsstrategie definieren oder auch entsprechende Kanäle einrichten und einen Installationsplan erstellen beziehungsweise eine Rollout-Strategie. Okay, Genau. super. Dann wären wir tatsächlich auch schon, also vielen Dank, Julian, da wären wir tatsächlich auch schon am Ende des Interviews angekommen. Und nun möchte ich euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nochmal die Möglichkeit geben, weitere Fragen zu stellen. Ich schaue jetzt auch nochmal rein. Ah ja, okay. Wie können wir sicherstellen, dass die Daten aus der alten Software nahtlos in die neue übertragen werden? Ja, das führt jetzt so ein bisschen oder ja darauf ein, was ich vorhin gesagt hatte, also das Thema Migration. Ne? Also wie gesagt, es gibt häufig Hersteller, also so machen wir es zum Beispiel auch. Also wir haben so ein Migrationsteam. Also wenn es gewünscht ist, können wir so einen Service anbieten, was dann helfen kann. Oder wir setzen eben gemeinsam mit dem Kunden ein Team auf, so dass wir eine temporäre, fest definierte Phase haben, wo wir dann auch alle bitten, das, was zu übertragen gilt, auch wirklich zur Verfügung zu stellen, ja, dass die Zeit da ist, um das zu identifizieren und dass wir das dann möglichst fokussiert durchführen, weil diese ja, Migrationsthematik, die soll natürlich möglichst schnell abgeschlossen sein, weil das auch ein Zusatzaufwand ist, sodass man dann, ich sage jetzt mal, mit der neuen Produktion, der neuen Erzeugnisse auch wirklich starten kann. Okay, vielen Dank.
Das ist auch noch mal eine weitere Frage reingekommen. Wie kann garantiert werden, dass die neue Software mit bestehenden Systemen und Tools kompatibel ist? Ja, also ganz garantieren kann man es natürlich nicht von vornherein. Das kann immer mal zu Kompatibilitätsproblemen kommen, egal um welche Software es geht. Hier ist es eher wichtig, dass man einen Hersteller hat, der einem erklärt, was man in so einem Fall macht oder wie seine Vorgehensweise ist. Ja, also dass eben beispielsweise man auch wirklich möglichst schnell eine Unterstützung bekommt, dass die Entwicklung sich das anschaut, dass der Softwarehersteller aber auch bereit ist mit dem Tool, also wenn man identifiziert hat, womit gibt es denn Kompatibilitätsschwierigkeiten, dass der Softwarehersteller auch bereit ist, mit diesem anderen Hersteller in Kontakt zu treten, um dann gemeinsam für den Kunden das Problem zu lösen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Okay, ich mache einfach mal direkt weiter. Hätten Sie Vorschläge von Rollout-Strategien für Software, die weltweit implementiert werden sollen? Nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden. Vorschläge für Rollout-Strategien für Software, die weltweit implementiert werden sollen. Genau, also grundsätzlich ist erstmal weltweit jetzt an sich kein Kriterium, was einem Sorge bereiten sollte. Es ist eher dann, was ja häufig damit rausschwingt, ist so, wir haben ein großes Unternehmen, das weltweit agiert und damit hat das Thema Breite, also Anzahl an User. Und also wir haben eine Mischung, dann würde ich schätzen, aus ja, vielleicht auch sprachlicher Herausforderungen, vielleicht auch ja, unterschiedliche Mentalitäten, als auch das Thema irgendwie Größe und Reichweite. Und hier empfehlen wir ganz klar einen Wellenansatz. Ja, also es kommt auf die Software an. Ja, also man kann auch durchaus direkt in die Fläche gehen, wenn es eine sehr einfache Software ist, wo man nicht Rücksicht nehmen muss auf lokale Gegebenheiten. Aber wenn es der Fall ist, dass man beispielsweise, weiß ich nicht, man fängt in Deutschland, also man hat in Deutschland bestimmte Rechtsformen, die in der Software irgendeine Rolle spielen, ja, in Vereinigten Staaten wieder auch eine andere. Also da empfiehlt sich dann natürlich einen Wellenansatz durchzuführen, dass man also nicht sofort in alle Länder reingeht, sondern ein Land nach dem anderen auch begleitet und ausrollt, sodass man auch den Ländern jeweils und den Ansprechpartnern dort auch gerecht wird. Und wie gesagt, es kommt auf die Software an, also wenn es da auch sehr starke Unterschiede gibt. Häufig ist es so, dass zum Beispiel, ja, das kann ich schon sagen, also die deutschen Kunden auch andere Anforderungen haben als US-amerikanische Kunden. Also da sollten dann Hersteller auch wirklich zeigen, wenn die Unterschiede deutlich gemacht wurden, dass sie auch in der Lage sind, auch unterschiedliche zum Beispiel Schulungsstrategien anzubieten. Genau, also das muss man dann kleinteilig einfach betrachten und eben das auch berücksichtigen in der gesamten Planung. Okay, vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie bewerte ich den Erfolg des Softwarewechsels? Wie wird der Erfolg schlussendlich gemessen? Das ist natürlich eine Frage, wie man den Erfolg an sich überhaupt bewertet. Man könnte jetzt hingehen und sagen, naja, es ist schon erfolgreich, wenn wir die Kosten eingespart haben. Das ist gar nicht so einfach, beziehungsweise, ja, also was wir machen ist, dass wir natürlich auch über die Zufriedenheit gehen. Also wie zufrieden sind die User denn eigentlich damit? Und was wir auch anbieten und mit Sicherheit auch andere Softwarehersteller, dass wir auch Telemetriedaten nutzen, ja. Also dass wir alles natürlich anonymisiert und DSGVO-konform, dass wir, also das kann man auch optional an- und ausschalten, das kommt ein bisschen darauf an, auch wie der in Absprache mit dem Betriebsrat, aber dass wir zum Beispiel sehen, wie hoch ist denn der Return on Investment, ja, also dass wir hinter jedem Feature beispielsweise Zeitmessungen haben und dann stellen wir da quasi die Zeiteinsparung gegenüber den Investitionen, den Lizenzkosten und können dann beispielsweise ein Return on Investment darstellen. Oder wir können sehen, wie häufig werden denn dann bestimmte Features genutzt, ja, wo wir im Vorgespräch natürlich verstanden haben, welche Features denn essentiell sind für dieses Unternehmen, so dass wir dann auch da sehen können, wie sieht es denn da um die Häufigkeit der Nutzung aus? Wie ist die Adaptionsrate? Also wie häufig wird denn auch tatsächlich in der Praxis genutzt? All das und vieles mehr kann man über Telemetriedaten natürlich wunderbar abfangen. Aber ich finde, man sollte das immer begleitend auch machen mit Umfragen, wenn es möglich ist, wenn der Betriebsrat es zulässt, sodass wir da wirklich ein gutes Bild haben. Und ja, wenn dann die Ergebnisse wünschenswert sind, wie gesagt, das muss man dann mit dem Kunden gemeinsam definieren. Was sind denn deine eigenen Ziele eigentlich?
dann kann man da anhand dessen natürlich den Erfolg entsprechend messen. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Julian, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast. Ich glaube, es sind jetzt keine weiteren Fragen mehr reingekommen. Genau. Ja, sind wir 4 Minuten früher fertig. Sehr, sehr schön. Also nochmal vielen, vielen Dank, Julian, für das Webinar und dass du all unsere Fragen beantwortet hast. Vielen, vielen Dank nochmal an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ihr dabei wart. Und ja, ich kann mich nur verabschieden. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ich freue mich, wir freuen uns, euch bei einem unserer nächsten Webinare begrüßen zu dürfen. Nelly, ich habe noch eine Frage. Wie sieht es mit dem Leitfaden aus? Wir haben doch auch einen Leitfaden. Genau, hatte ich am Anfang schon gesagt, wird im Nachhinein versendet, genauso wie die Aufzeichnung. Alles klar, okay. Alles ja, klar. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank und wenn es noch Fragen im Nachgang gibt, beantworte ich die auch sehr gerne. Super. Dann einen schönen Tag und schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.